Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Aus Sicht der Beker, die jetzt anstoßen, ganz in Rot, von links nach rechts. Und Alemannia Aachen traditionell in Schwarz und Gelb. Von rechts nach links. Anton Heinz. Und Szczepanik mit rechts. Torschütze vor einer Woche. Und er macht's wieder. Mit dem schwächeren Rechten haut er den oben in den Knick. Lukas Szczepanik. Da haben wir es nochmal. Wird dann nicht gestört. Und Ron Meyer kommt da nicht wirklich hin. Das ist mal ein Auftrag nach Maß für Schwarz-Gelb. 1:0. 300-400 Zuschauern. Heute sind es geschätzte 13.000. Bapo. Mit Anton Heinz, Strujic. Im Gegensatz zu Szczepanik hat er nicht so einen stärkeren, schwächeren Rechten. Hassani, Torrens, das sieht gut aus. Wilms, ganz viel Platz für Post auf der linken Seite. Basti Müller, zu ungenau. Aber dann der Fehler von Plundke. Ramay! Und Ron Meyer überragend gehalten. Also, Maurice Plundke, lange verletzt gewesen mit diesem Fehler. Und dann fährt Ron Meyer den linken Arm raus. Riesenchance für Elsamed Ramay. Ah, böser Fehler von Basti Müller. Hassani, 3 gegen 2. Hassani macht es selbst und kriegt da den Anpfiff auch von Finn Stromberg. Der war auf der linken Seite blitzeblank, wie ihr sehen könnt. Ja. In die Arme von Marcel John, aber Wigberg kommt gut aus der Kabine. Der ja noch einiges an Personal nachfeuern kann. Szczepanik. Szczepanik, zweiter Pfosten, da ist Ramay. Der Winkel ist super spitz. Elsa mit Ramay wartet noch auf sein erstes Saisontor. Und er wartet auch noch ein bisschen länger. Also Wegberg bleibt mutig und Aachen kontert. Ramay, 1 gegen 1. Elfmeter. Es gibt Elfmeter für Alemannia Aachen. Elsamed Ramay gegen Ron Meyer. Und ist das ein Strafstoß? Es nicht fassen, dass Jona Besson da auf den Punkt zeigt. Für mich auf den ersten Blick eigentlich keiner. Natürlich auch nicht ideal. Also der Gefaulte macht selbst und könnte hier für eine Art Vorentscheidung sorgen. Ramay gegen Meyer. Eiskalt. Der Tivoli dreht die Boxen auf. 2:0, Elsamed Ramay, der, wie ich finde, einen durchaus strittigen Elfmeter da bekommt und Ron Meyer in die falsche.
falsche Ecke schickt. Dass sie kicken können, haben sie nicht nur heute schon gezeigt. Gefährlich, Jonen auf der Linie. Und da ist es passiert. Zwei zu eins. Wigbert Beek ist wieder voll im Spiel. Es müsste Hassani gewesen sein. Die Wiederholung zeigt das leider nicht ganz. Und jetzt das Tempo von Ramay. Oben kommt Brasnić mit, den muss er jetzt sehen eigentlich. Marc Brasnić kann den Deckel zumachen. Und macht das auch. Pure Erleichterung. Mit dem 3:1. Vorbereitet von Ramay und dann ja, einhaken und dann schickt der Ron Meyer freundliche Grüße hinterher. Marc Brasnić macht sein 5. Saisontor. Und auch von Ramay ist das perfekt gelöst. Hanrath legt sich wieder hin. Aachen spielt den Ball nicht ins Aus. Im Gegenteil, Szczepanik. Szczepanik! Während Hanrath im eigenen 16er liegt, wird Lukas Szczepanik zum Matchwinner. Perfekter Ball von Anton Heinz und dann ist das ein wunderbarer Abschluss von Lukas Szczepanik. Und die Alemannia bleibt unter Heiner Backhaus auch im 5. Spiel unbesiegt. Feierabend. Aachen schlägt Wigbert Beek deutlich am Ende des Tages mit 4:1. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.